Hallo und grüße euch, meine lieben Retro-Fans. Ich bin der Daniel und heute gibt es mal ein kleines Paket zum Auspacken. Und was da drinnen ist, das schauen wir uns gleich an. Ich habe mich schon richtig auf das Paket gefreut. Ich sage wieder mal danke, Retro-Pinguin, dass ich wieder einen schönen Deal machen kann mit dir. Und wie gesagt, legen wir los. Zack. Wunderschöne Dinge sind da drin. Verpackungsmaterial. Ja. Gut. Marvin, was haben wir noch? Ich glaube, wir fangen eigentlich ja, so an, wie es noch 3 da ist. Und zwar einmal einen Dreamcast-Controller. In gutem Zustand. Finde ich ganz schick, gefällt mir. Dann kann man immer brauchen. Und eine ist zu wenig, wir brauchen einen zweiten. Sehr gut. Der zweite ist in einem besseren Zustand. Der schaut eigentlich ein wenig schöner aus, hat weniger Kratzer, weniger Abnutzungsspuren. Deshalb auch schöner verpackt. Danke dafür. Jawohl. Richtig, richtig cool. So, was braucht man da nur dazu? Richtig, eine Dreamcast Memory Card, ja, in der OVP, wobei das Inlay, glaube ich, fehlt. Jawohl, also da ist einmal die Memory Card. Da haben wir die Beschreibung, richtig cool. Und auch noch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Und ja, die Memory Card, was ganz wichtig ist in dem Fall, ist, dass die Abdeckung dabei ist, ja. Auch wenn es im Controller meistens steckt, aber das ist ganz nett für die Sammlung, wenn der Deckel dabei ist. Das richtig cool ist ja, man hat ja da Spiele aufgeladen können, die was dann so wie ein Gameboy Spülchen hat. Das sollte ich mal probieren. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob ihr das gerne mal ein Video sehen möchtet, wenn man da ein Spiel draufladen und wenn man so ein Spiel mal damit spielt. Aber das ist eigentlich eine richtig coole Idee von Dreamcast und schaut richtig nice aus. Sehr cool. Gut, jetzt haben wir schon mal 2 Controller und Memory Card. Also was geht noch? Richtig, eine. Dreamcast. Jawoll. Man sieht, vorne ein bisschen vergibt ist. Das heißt, ein kleines Bleaching werden wir da mal machen müssen, ja, dass wieder im tippitoppi Zustand ist, aber ansonsten schaut eigentlich sehr, sehr gut aus. Also einfach die Anschlüsse, alles in Ordnung. Das Laufwerk lässt sich schön öffnen, da quietscht und knirrt nichts, ist sehr gut. Jawohl, ein richtig schönes Teil. Wollen wir mal ein bisschen aufstellen, drehen wir es mal ein bisschen. Gut, und was brauchen wir denn zu Dreamcast? Richtig, ein paar Kabel. Schauen wir mal. Stromkabel, ganz klar, darf nicht fahren. Dann das RGB-Kabel ist dabei. Und zum guten Schluss noch das Antennenkabel. Ja, schön, dass das dabei ist, weil ich habe das tatsächlich noch nicht gehabt, ja, ein Dreamcast und so habe ich natürlich schon, ist sie zu Hause, aber das Antennenkabel ist gar nicht so schlecht für die Sammlung, habe ich tatsächlich nicht, würde ich aber auch nicht nutzen, weil analog Antennenanschluss, ja, war zu der Zeit ja eigentlich auch schon nicht mehr wirklich gängig, ne? Gut, aber dann sind noch 2 Sachen drinnen, und zwar komme ich so ein bisschen in die Fraktion nur von Nintendo und ein bisschen weg vom Sega, und zwar habe ich da noch einen einen Nintendo NES Controller und das in einem ganz, ganz schönen Zustand. Und wenn er sowas hat, dann habe ich mir ganz gerne eine Reserve daheim. Der lässt sich richtig schön drücken. Mein Herz, der hat noch schönes Klacken drinnen, sagen wir mal so. Und dann habe ich jetzt nur was dazu bekommen.
was ich tatsächlich in der Form nicht gehabt habe. Und zwar einen schwarzen Nintendo N64 Controller und auch den in einem sehr, sehr schönen Zustand. Und was ganz wichtig ist, der Stick ist nicht ausgeleiert. Also richtig cool, lasst die Wische drücken. Jawohl, auch die Z-Taste, wie gesagt, hinten und vorn in einem sehr, sehr schönen Zustand. So, das war's jetzt aber auch schon. Wie gesagt, das war ein kurzes Unboxing, aber es waren schöne Sachen und ich wollte es euch gern zeigen. So, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was es zu meinen neuen Sachen sagt. Ja, ich habe natürlich schon ein Sega Dreamcast gehabt, aber ich wollte gerne ein Backup haben und es hat sich angeboten, gerade mit der Memory Card in einem sehr, sehr guten Zustand, gerade mit der OVP und so. Das freut mich natürlich. Aber wie gesagt, das könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Kindheit. Erinnerung an der Dreamcast, gerade mit dem Sega Rally oder House of the Dead, Megatitel. Ja. Ansonsten hätte ich gesagt, lasst einen Daumen hoch da, abonniert sehr gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Hallo und grüß euch bei mir im Studio, ich bin der Daniel und heute wird wieder gezockt. Danke, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.